Fürstenball, ein schwarzbrauner Hengst, geboren 2006, abstammend von Fürst Heinrich Donnerhall, Klassiker Weltmeister. Fürstenball hier zu sehen unter dem Sattel von Ines Westendarp. Sie begleitete seine gesamte sportliche Karriere und bildete ihn über den Sieg im Bundeschampionat der Sechsjährigen bis zum Seriensieger in S-Dressuren und sogar auf St. Georg-Niveau aus. Hier zeigt sie uns den tollen Hengst noch einmal in Fechter, in seinen Grundgangarten, in seiner wunderschönen Silhouette, die er auch an seine Nachkommen durchschlagend weitergegeben hat. Seine Rittigkeit, die er schon anlässlich seiner Hengstleistungsprüfung, die er als Sieger beendete, mit einer 10 bewertet wurde, kommt immer wieder auch bei seinen Nachkommen zum Tragen. Aus diesem Grunde gibt es auch Land auf Land ab auf Bundeschampionaten wie Landeschampionaten, sogar in den Listen der Weltmeisterschaft der jungen Pferde immer wieder Nachkommen von Fürstenball auf den vordersten Rängen zu sehen, da sie sich eben durch diese tolle Rittigkeit auszeichnen, die er wirklich an alle durchgehend weitergibt. Ich denke, man kann bei ihm schon von einem Stempelhengst reden, denn seine Zahlen sprechen im Grunde ja für sich. Seine eigene Vita ist toll, aber auch schon die seiner Nachkommen. Denn wenn man mal reinschaut in seine Hengstliste, so hat er es jetzt nach 8 Zuchtjahren bereits auf 75 gekörte Hengste geschafft. Unter anderem letztes Jahr wieder ein Hengst der Station Schockemühle mit Fürst Sonic. Er wurde Siegerhengst in Redefin. Aber auch unter den Stuten ist er immer weit vorne zu finden. So hat er inzwischen 120 Staatsprämienstuten in seiner Liste zu führen. Ja, auch seine Elastizität, die er auch hier zum Beispiel in der Galopptour in der Abfolge der fliegenden Wechsel zeigt, sieht man immer wieder in seinen Nachkommen. Man erkennt sie im Grunde schon an dem typvollen Auftreten, an der Grundelastizität auf den Abreiteplätzen oder auch den Vierecken, ohne dass man vorher die Abstammung gehört hat. Natürlich auch er ausgestattet mit einem sehr taktsicheren Schritt, den er auch durchgehend weitergegeben hat. Und hier sehen wir einige hocherfolgreiche Nachkommen des Fürstenball. Feingefühl unter Sandra Kötter. Sie wurden Hannoveraner Champion 2020. Frau Holle unter Jana Schröter. Silber bei der Deutschen Jugendmeisterschaft. Falana unter Lucy Anouk Baumgürtel. Bronze auf der Deutschen Jugendmeisterschaft. Und Helines Danciera unter Carina Kassel-Krüth. Hoch erfolgreich ausgebildet bis Grand Prix und sie gewannen etliche Grand Prix-Prüfungen auf internationalem Parkett.